dieses Vertrauen, so starte ich immer in den Tag. Und das mache ich jetzt schon viele, viele Jahre so und kann ich nur weiterempfehlen, dass man sich selber in der Früh eine Gebetszeit schafft, um mit ihm zusammen zu sein, um mit ihm den Tag zu starten, um mit ihm verbunden zu sein und ihm alles zu übergeben. Wir haben das heute, ich glaube, fünfmal gehört oder nur ihm, ja, alles zu geben, unser ganzes Tun, Wirken und Sein. Und dann ist es wirklich egal, was man tut. Das betrifft jeden Tag immer wieder. Dann ist es nicht so wichtig, welche Personen das ich treffe, aber ich weiß, dass einfach das mit ihm ist, ja? Dass Jesus seinen Blick dabei hat, dass er mit dabei ist, dass sein Segen mitgeht. Ja? Und das, glaube ich, ist so wichtig in den ganzen Begegnungen, im ganzen Tun und Wirken. Und das beginne ich in der Früh. Das ist immer das Erste. Also meine Gebetszeiten sind eigentlich immer meistens ab 5, Viertel nach 5. Und das ist wirklich die Zeit für mich und für den Herrn. Und ich liebe es auch, wenn es möglich ist, da eucharistische Anbetung zu machen und mit ihm Zwiesprache zu halten. Es ist nicht immer möglich, weil man jetzt, ich bin jetzt in Altenmarkt, ja, und in Radstadt bin ich jetzt Pastoralassistentin. Da haben wir keine Hauskapelle in Altenmarkt. Und das ist für mich eigentlich ein großer Schmerz von Anfang an gewesen, weil ich in St. Ulrich diese Hauskapelle, die was ihr alle schon drinnen wart und besucht habt, sehr liebe und schätze. Und es war auch heute wieder so interessant für mich, weil normalerweise ist immer eucharistische Anbetung auch Vormittag und Nachmittag. Und heute, wahrscheinlich weil einfach zu viel los ist im Haus, ist keine. Ja? Und dann bin ich, wie es geheißen hat, wir haben Freizeit, gehe in die Kapelle, denke mir, ja, der Tabernakel ist aber zu. Und das habe ich mir gedacht, naja, es ist halt so, dann habe ich mir geschaut, wo ist der Ruppe. Und denke mir, ja, eigentlich habe ich die Vollmacht, dass ich aufmache. Ja, dann habe ich die Kerzen hingestellt und habe ich aufgemacht und habe gedacht, ja, jetzt passt es für mich. Aber es war so interessant, dass mir das zugefallen ist, ja? Weil mir das einfach so wichtig ist in meiner Berufung und das ist aus dem, was ich wirklich lebe und was mir total wertvoll ist. Und am Nachmittag war es wieder das Gleiche. Ich sitze drinnen und denke mir, ich tue ein bisschen zusammensuchen. Kommt der Gernot herein und sagt, habt ihr heute keine Anbetung? Weil der ist normal immer eingeteilt auf die Zeit. Sag ich, freilich, bleib da, bitte, bitte, bete, ich mache da sofort auf. Und so ist Jesus, ja. Dass man immer wieder dieses zeigt, auch so in den kleinen Dingen. Und das ist immer so spannend für mich auch, wie er mich tagtäglich immer wieder führt und auch wie er mir Freuden schenkt. Weil das war dann eine Freude für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, das kommt wieder mir zu. Und das wird mir geschenkt. Oder ich habe Corona gehabt letzte Woche und habe mich vorbereitet und habe auch einiges zusammengeschrieben. Aber ich bin dann draufgekommen, es ist wahrscheinlich dieses persönliche Zeugnis, was ich euch geben werde jetzt. Und so für mein, was mir wichtig ist, was mir am Herzen liegt, ja. Und auch über die Gemeinschaft, die habe ich schon Missionsberichte ausgeteilt und ein Sterbebüttel vom Herrn Pfarrer und sein Primizbild vom 25-jährigen Priesterjubiläum. Dass ich euch da einfach was erzähle, ja? Weil ich glaube, dass man einfach dieses auch an Beispielen, an Gedanken, was andere machen oder einfach auch gelebtes Zeugnis oft sehr viel bringt. Ja? Und für mich ist wirklich die Anbetung ein ganz großes Herzstück. Und das ist mir wieder klar geworden, auch während Corona, weil ich habe letzte Woche Corona gehabt und der Pfarrer von Altenmarkt hat auch Corona gehabt in dieser Zeit. Somit habe ich jeden Tag eine heilige Messe gehabt. Und er hat das Allerheiligste von der Kirche herumgetragen, weil wir keine Hauskapelle haben, aber es war das Allerheiligste wieder da und ich habe wieder Anbetung machen können. Dann habe ich gesagt, Herr, du bist wirklich großartig. Du sorgst so für mich, ja? Du weißt, was mir wichtig ist. Natürlich hätte ich dieses Opfer erbracht oder Verzicht, wenn es jetzt so ist, weil ich weiß, dass viele in der Situation sind, wo sie auch diese Sehnsucht hätten und nicht in die Kirche gehen können oder keine heilige Messe haben. Aber ich habe es geschenkt bekommen und war sehr glücklich. Und er ist dann freitesten gegangen, der ist frei geworden nach 5 Tagen und ich bin auch freitesten gegangen und ich bin auch frei geworden. Also habe ich gedacht, ja, Herr, du schenkst mir es auch da jetzt wieder. Und so sind diese kleinen Dinge, wo man wirklich sagt, er ist so groß, ja. Wenn du wirklich mit ihm gehst, wenn du jeden Tag so seine Nähe suchst
und aus diesem heraus wirkst und lebst und dieses Ja immer wieder in der Früh schon immer wieder neu sprichst. Ja. Wir tragen auch einen Ehering und es ist immer wieder so, dass ich unter dem Tag oft einfach, dass ich ihn küsse und sage, du bist es. Ja. Und, oder hilf mir einfach, geh mit mir oder Jesus, komm, ich brauche dich jetzt. So dieses, einfach diese Zwiesprache oder das Jesus, sorge du, ich liebe es. Ja. Wenn irgendwas ist, sage ich, nimm die Situation, sorge du. Was plage ich mit dem Server so? Mach du das. Du kannst es doch viel besser. Und das sind einfach so dieses mit ihm in Verbindung zu sein. Und das mache ich jetzt schon seit ja, 20 Jahren fast. Also 2001 bin ich eingetreten in die Gemeinschaft. Ich war früher Erzieherin mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Und in dieser Zeit habe ich zum Glauben gefunden, weil ich selber ohnmächtig war und hilflos war und nicht gewusst habe, ja, wie ich das machen soll. Und dann hätte ich nach Kraftquellen gesucht und habe dann eben mit autogenem Training begonnen. Bin dann zu einer Frau gekommen, die was Gesundheitsprodukte vertrieben hat und die hat mir die wundertätige Medaille geschenkt, eine kleinere wie die, und hat gesagt, Monika, du hast einen schwierigen Beruf, ich gebe dir was. Die Mutter Gottes hat gesagt, wer sie trägt, den wird sie beschützen. Und mir gedacht, naja, einen Schutz kann ich brauchen. Und habe mir es auf mein Kettel gegeben und habe es nicht mehr runtergetan, die wundertätige Medaille. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich was verändert in meinem Leben. Meine Schwester war auch dabei, ja, die hat auch die wundertätige Medaille gekriegt. Und wir haben beide einen Glaubensweg begonnen. Wir sind eben zu dieser Frau gegangen. Sie hat uns viel erzählt. Und ich bin eigentlich recht ein bodenständiger Mensch von meinem Wesen her. Und mir gedacht, na, was die da sagt, ob das wohl stimmt. Und dann habe ich einfach zum Beten begonnen. Und ich habe ganz viele Gebetserhörungen gehabt. Also es war so toll, wie der Herr gearbeitet hat. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, das geht wirklich. Also meine Gebete werden erhört. Und das ist natürlich dann immer mehr geworden. Und auch mit den Jugendlichen, dann habe ich gebetet, dass sie einfach da eine Arbeitsstelle gefunden haben oder das und so. Und immer wieder hat mir der Herr gezeigt, wie Gebet einfach, wie er für mich sorgt und da ist. Ja. Und das ist dann immer inniger geworden. Und diese Sehnsucht nach mehr, also ich bin dann wirklich, ich habe dann angefangen wieder regelmäßig Sonntag in die Kirchen gehen, das war zuerst nicht so. Dann habe ich mir ein schönes Gewand wieder gekauft für Sonntag und habe mich wirklich vorbereitet und jeden Tag im Rosenkranz gebetet, in der Bibel gelesen. Und dann ist diese Sehnsucht immer mehr geworden und so bin ich dann jeden Tag in die Kirche gegangen, wo dann Jolie gesagt hat, die Monika, da musst du jetzt schon Sorgen machen, die übertreibt es ein bisschen. Meine Freundinnen von früher, sage ich immer, wo ich immer noch einen guten Kontakt habe. Und sie haben es fast nicht begreifen können, was da passiert ist. Ja. Aber die Liebe hat mich einfach wirklich überwältigt und ja, Jesus ist einfach immer wichtiger geworden. Ich habe alles losgelassen, schön langsam, und habe komplett mein Leben umgekrempelt. Dann war natürlich dieses Erzieherin auch nicht mehr so einfach, weil es waren schwer erziehbare Jugendliche und ich habe Sachen dann einfach, hätte ich machen müssen, was mit meinem Gewissen dann nicht mehr so zum Vereinbaren war. Und dann habe ich gewusst, nein, das geht auch nicht mehr. Und da bin ich eigentlich immer mehr in Bedrängnis gekommen. Ich habe eine Beziehung gehabt, das habe ich auch beendet, weil ich gewusst habe, das passt nicht, das muss auf einem christlichen Fundament einfach aufgebaut sein. Und ja, so habe ich wirklich noch drei Schritt für Schritt alles losgelassen. Habe ihn Pfarrer Santan kennengelernt, die Gemeinschaft der Apostel der Heiligen Familie. Habe mit ihm eine Wallfahrt gemacht und ja, und er hat so erzählt von seinen Plänen, von seinen Visionen, dass er eben das mit der Gemeinschaft und das Familienseelsorge und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin dann noch hergefahren mit meiner Schwester gemeinsam und wir haben Urlaub gemacht und haben einfach einmal das angeschaut. Meine Schwester ist dort eingetreten, ich habe geholfen beim Siedeln und ja, ich war da immer dabei und der Pfarrer hat immer gesagt, ich bin herzlich willkommen, ich kann am Wochenende sie besuchen und das habe ich dann auch gemacht und war einfach dabei und dann hat sich einfach in der Arbeit so einiges getan, dann habe ich meine Arbeit gekündigt, ja, Beziehung war auch keine mehr gehabt, ich war dann eigentlich nicht mehr gebunden an einen Ort und bei dieser Wallfahrt dann, was ich mit dem Pfarrer wieder gemacht habe, beim Johannes von Gott, weiß ich noch ganz genau, wie wir so geredet haben, da habe ich gesagt, ja, kommst du halt einfach und lebst halt mit und dann schaust du.
was da daher die Zeit, sage ich ja und suche ich mir Arbeit und hilf einfach da ein bisschen mit. Und gesagt, das war einfach eine gute Idee. Und mir dachte, ich tue jetzt vielleicht so halbtags arbeiten als Erzieherin und halbtags so in der Gemeinschaft, war so mein persönlicher Plan. Bin dann im Pfarrhof eingezogen, die Schwestern waren im Schwesternhaus, meine Schwester war auch dabei und habe genauso mitgelebt wie die anderen und habe auch gesagt, nein, ich gehe nicht in die Gemeinschaft. Das war immer so meins, weil ich habe auch mal bei Schwestern gearbeitet. Und ja, und ich mir dachte, nein, Schwester, das ist jetzt nicht das, was jetzt für mich passt. Und es ist ja jetzt ab und zu noch so gewesen, dass ich gesagt habe, warum tue ich das jetzt wirklich? Also, ja, ich hätte Haushälterin auch werden können und dann hätte ich genauso das geistliche Leben gehabt. Oder es sind immer wieder so Dinge, wo man sich denkt, man reibt sie oder es passt irgendwas nicht. Und man muss sie unterordnen, was oft nicht so einfach ist. Und trotzdem weiß ich ganz genau, dass dieser Weg passt und dass es die Erfüllung ist. Ja. Und dass Gott mich daher berufen hat. Und dass ich hier eingesetzt worden bin und dass ich hier blühen darf, ja, und blühen soll für ihn. Und das ist dieses, was ich auf jeden Fall habe, diese Gewissheit. Ja. Und so kann man dann auch diese Schwierigkeiten, diese lästigen Mücken oder Moskitos und was da alles noch daherkommt, auch immer wieder überwinden, besiegen oder verwandeln. Das gibt es auch manchmal, dass sie dann zahm werden, ja, wenn man sie liebt oder annimmt. Ja, so bin ich dann in die Gemeinschaft gekommen, habe ein halbes Jahr so mitgelebt, dann war so diese Entscheidung, da hat der Pfarrer gesagt, suchst du jetzt eine Arbeit oder gehst in die Gemeinschaft? Dann habe ich gedacht, naja, sollen wir jetzt eine Arbeit suchen? Weil in die Gemeinschaft eintreten, da bin ich nach Skio mitgefahren, das ist eigentlich so der Ort meiner ersten Liebe. Und nach dieser Wallfahrt weiß ich noch ganz genau, war ich bei der Anbetung und es war bei uns eine junge Frau da, die war in meinem Alter, hat zwei Kinder gehabt und war krebskrank und hat nur mehr ein halbes Jahr von den Ärzten zum Leben, haben sie nur mehr gesagt, dass die Prognose, dass sie nur mehr ein halbes Jahr zum Leben hat. Und ich kann mich noch erinnern, mit der habe ich ein Gespräch geführt und dann war ich so bei der Anbetung und habe mir gedacht, ja, was würde ich tun, wenn ich nur mehr ein halbes Jahr zum Leben hätte? Wie würde ich leben? Und dann war das so sonnenklar, die Gemeinschaft passt für mich. Das Gebet, die heilige Messe, Herz-Jesu-Verehrung, Herz-Marien-Verehrung, die wundertätige Medaille tragen wir und die Sakramente und vor allem auch das Apostolat für die Familien und auch so das für die Menschen da zu sein, ja, weil es sind ja immer wieder Menschen zu uns kommen nach St. Ulrich, also die Gemeinschaft da und haben einfach auch ihre Sorgen, Probleme, vertrauen sie uns an und einfach dieses Gebet für die anderen, ja. Das war mir dann ganz klar, das passt für mich. Ich würde nicht was weiß ich was machen, sondern hier an diesem Ort zu sein, wenn ich nur mehr ein halbes Jahr zum Leben hätte. Also diesen Blick auf das ewige Leben, das war auch so heute das, wie du gesagt hast, was du Jesus fragen würdest, ja, nimmst du mich mit in den Himmel? Ja, diese Sehnsucht, in den Himmel zu kommen, das weiß ich ganz genau, dass ich das habe und das will ja und ich will zu ihm. Und da war mir ganz klar, das ist die beste Vorbereitung, wenn ich wirklich in den Himmel möchte. Vielleicht sogar ein bisschen egoistisch kann schon sein, aber so ist es. Dieses geistliche Leben, dieses da zu sein, einfach für ihn zu wirken. Nicht apostolisch, schon apostolisch zu wirken, aber nicht in der Welt so zu wirken wie als Erzieherin. Das kann man überall machen, die karitativen Sachen und so. Aber dieses geistliche Fundament, das was wir einfach hier in der Gemeinschaft haben. Und das war mir von Anfang an klar, dass das einfach für mich wichtig ist, wertvoll ist und das Beste ist. Ja. Und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Grund. Ja. Jesus hat ganz oft mich sehr beschenkt, ja. Gerade die erste Zeit, wo ich sage immer so die Zeit des Verliebtseins, ja. Ich habe ganz viele Düfte gekriegt, dass ich einfach Glauben kennen habe. Ja. Ich denke mir, das braucht nicht jeder. Manche können von Haus aus glauben und vertrauen, aber ich habe immer so dieses wahrscheinlich braucht, dass ich immer ihm näher kommen konnte, dass ich ihn immer mehr angenommen habe, dass ich immer mehr seine Liebe auch
mir schenken lassen habe. Und es ist auch immer so schön, wenn ich jetzt zum Beispiel Versprechungstag komme und sage immer, Jesus, irgendeine Kleinigkeit, lass dir was einfallen oder so. Und dann ist es immer so toll, ich kann es gar nicht sagen, dann schauen wir die Leute auf die Pläne an, wenn ich dann irgendein Geschenk kriege. Und dann sage ich, Mama, es ist schön, ma, danke, weil genau was ist verjährt, also nicht verjährt, sondern das ist jetzt nur das Werkzeug sind. Es war jetzt letztes Jahr wieder so, ewiges Versprechen, haben wir Taufe gehabt und die haben total schöne Blumenstücke mitgehabt, so weiße. Und dann sagen sie, meine Schwester, möchten Sie ja noch nicht die Blumen mit heimnehmen? Es hat noch nie jemand was gesagt nach einer Taufe, dass man Blumen mit heimnehmen soll. Jetzt habe ich zwei Blumenstreuße, also so schöne Blumenstücke geschenkt gekriegt, ganz in weiß und so. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich genau gewusst habe, von wem das sie kommen. Und dann habe ich so gestreut und natürlich haben sie auch eine Freude gehabt. Und ich denke mir, wir dürfen mal kühn sein, dass wir auch was bitten, ja. Nicht unbedingt fordern, sondern bitten, ja. Wenn du mich überraschen willst, ja, schenk mir wieder was. Und vielleicht brauche ich das auch immer wieder, keine Ahnung. Es war von meinem ewigen Versprechen so, ich bin im Krankenhaus, weil ich vorher Krankenhausseelsorge gemacht, und bin hier rausgegangen und da waren so Rosen. Und die gehe so hin und rief, denke mir, na, rief und dann ist eigentlich nicht. Und dann sage ich zu Jesus, mein Gott, na schau, ich gebe dir jetzt mein ewiges Versprechen, aber eigentlich kannst du mir auch mal Rosen schenken, gell? Sag das! Ich meine, ich muss auch so lachen. Wahrscheinlich gibt es aber nicht schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das ausgesprochen, gehe in die Pfarre hinüber, das ist nicht einmal 7 Minuten, kommt ein kleines Dirndl daher, wenn wir Jungs schon gehabt haben, hat genau die gleichen Rosen in der Hand und sagt, Mama hat gesagt, ich soll da Blumen mitnehmen. Ja. Ich sehe gesehen. Da sag ich, Anna, das sind die schönsten Blumen, was ich jemals gekriegt habe. Danke. Wirklich. Nein, aber immer, wenn ich diese Rosen sehe, und das ist jetzt ja, 12 Jahre später, muss ich an das denken. Ja. Und das ist so toll und schön, was er sich auch oft einfallen lässt für uns. Ja. Dass er uns beschenkt. Dass wir dann wirklich wieder aus dieser Quelle weitergeben können. Ja. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das in die Welt hinaustragen. Wir sind das Werkzeug für ihn. Und gerade im geweihten Leben, das ist ganz, nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt sicher diese Berufungen zum kontemplativen Leben, die was wirklich nur fürs Gebet sind. Aber wenn man apostolisch wirkt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich diese Liebe, dieses Feuer, dieses Strahlen von ihm in die Welt hinaustragt, damit sich die Leute fragen, was ist da? Ja? Was erfüllt diesen Menschen so? Oder was erfüllt diese Schwester? Was erfüllt diesen Priester? Da werden sie neugierig. Sie fragen auch oft, also Schwester, sie sind aber schon glücklich. Oder eigentlich geht es ja noch gut. Sag ich, ja, mir geht es wirklich gut, ja. Und das ist aber auch so. Trotz allen Schwierigkeiten, was man hat. Das ist, würde ich jetzt verschönern, wenn ich sage, das ist nicht. Aber es ist letztlich das, dass ich weiß, Jesus ist wirklich mein Ein und Alles. Ja? Und er meint es immer gut mit mir. Egal was kommt. Er kennt mich. Er kennt mich wirklich. Er kennt mein Innerstes. Er weiß alles von mir. Er weiß meine Gedanken. Er kennt meine Pläne auch, wenn ich wieder da selber irgendwas tun möchte und so. Und er weiß einfach alles von mir und er liebt mich so sehr. Und von dem bin ich so überzeugt und die Gewissheit habe ich, dass er mich wirklich so liebt, so wie ich bin. Und manchmal will er natürlich was verfeinern, das weiß ich auch, ja. Und das tut vielleicht auch manchmal weh, ja. Und das dient aber trotzdem immer dem Guten bei mir, das weiß ich auch. Und er lässt einiges zu, aber immer wieder in diesem Blick der Liebe. Und er macht keine Fehler. Egal, was er tut. Ja, und von dem bin ich überzeugt und das ist dann auch das, aus dem, was ich immer wieder leben kann. Und wenn ich einmal hinfalle, dann stehe ich wieder auf. Weil ich weiß, er ist da und er stärkt mich. Und was auch meine ganz große Kraft ist, natürlich auch die wundertätige Medaille, die Mutter Gottes, die ich auch wirklich sehr, sehr ja, schätze. Und ich habe schon am Anfang gesagt, ich stelle mich immer unter den Schutz von der Mutter Gottes,
Sie ist wirklich die, die was mich zu Jesus geführt hat, von Anbeginn. Und sie ist einfach so meine himmlische Mama. Ja. Ich sage immer, meine Mama ist weit weg, ja, im Wustviertel, so weit ist es auch nicht, aber es ist einfach weit weg. Und sie hat eine andere Funktion jetzt. Oder besser gesagt, sie ist jetzt älter und ich telefoniere viel mit ihr, das gehört dazu, das ist ganz wichtig. Aber meine himmlische Mama sorgt einfach wie eine, wirklich, sie tut alles für mich, das weiß ich ganz genau. Und sie führt mich auch. Und ich greife sie gerne an und sage, das machen wir gemeinsam. Und auch wenn ich irgendwas unternehme oder gerade in der Krankenhausseelsorge, was immer so, sie immer gesagt, Maria, geh du voran, ja? Bereite alles vor, bleibe bei mir. Dass ich einfach mit diesem Gewissheit gegangen bin, sie geht mit mir. Ja? Natürlich Jesus auch, aber Mutter Gottes schicke ich immer gern vor. Ja? Und ich habe dann oft gemerkt, so in den Gesprächen, ja, dass sie so viel gleich, die Türen haben sie aufgetan, ja? Die Herzen haben sie aufgetan. Und das, was ich eigentlich nicht so machen kann, das war sie ja. Oder dass man Sachen wieder, dass ich einfach gewusst habe und so, ja. Dieses Vertrauen einfach auch auf, wir haben auch die Heiligen da rundherum. Und ja, so die Lieblingsheiligen, ich glaube, die hat ja jeder von euch wahrscheinlich auch, kann man nur auch schätzen und bitten, dass sie uns beistehen, Namenspatrone. Die haben schon alle eine Funktion. Ich bin ja in Radstadt, Pastoralassistentin und Pfarrer Frank Pöppikus. Gott, ihr kennt es wahrscheinlich die meisten. Und auch da bin ich wieder so beschenkt worden, weil das hat sich auch so gefügt. Es war nicht so geplant, dass ich da hinüberkomme. Wir haben in Altenmarkt eben, hat der Pfarrer gefragt, der Pfarrer Josef, wegen Schwestern. Und ich kann mich noch erinnern, wie es dann geheißen hat, wegen einem Arbeitsplatz, hat dann der Pfarrer Sandtang gesagt, weil ich habe mich beworben bei den Schwestern in Schwarzach für Krankenhausseelsorge. Es war für mich ganz klar, dass wir die nehmen. Ich habe 15 Jahre Erfahrung und die haben wen gesucht. Aber das war dann so mit Corona, hat sich das dann alles so entwickelt, dass sie dann niemand genommen haben. Und dann bin ich da gestanden und denke, okay, jetzt brauche ich Arbeit. Dann hat der Josef von Pfarrer Frank gefragt, ob er nicht eine Pastoralassistentin mich. Dann sagt er, ja, er kennt mich eigentlich auch nicht und so. Und dann haben wir Begegnung gehabt. Und wie ich dann in seiner Hauskapelle war und die ganzen Reliquien gesehen habe und er erzählt hat, was er tut, so im Heilungs- und Befreiungs- und ich dachte, das passt gut für mich. Und so führt der Herr immer. Ja, es ist wirklich spannend und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Ja. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Spannend und schön. Ja, wie gesagt, ich habe mich voll vorbereitet, weil der Robert gesagt hat, vom geweihten Leben, diese Sehnsucht. Und habe dann begonnen zu lesen in Berufung zur Hingabe, was ich schon lange habe, das Buch. Ich habe viele Bücher, man hat Bücher und stützt ins Regal. Das habe ich schon mal angefangen zum Lesen. Und das hat mir selber total gedacht. Ich kann euch also nur ans Herz legen, einfach Buch ist sehr gut zum Lesen. Also einiges zu verstehen, so die Hintergründe, was da, gerade wenn man Berufung sucht, was da so für die Prozesse in einem arbeiten. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, weil wir haben jetzt Vormittag schon sehr viel Input gekriegt zum Nachdenken. Aber ich ermutige euch wirklich, das herzunehmen, einmal damit zu arbeiten. Ja? Wenn ihr wirklich diese Entscheidung trefft, welchen Weg das ihr gehen sollt. Ja? Und was wo ganz wichtig ist. Das denke ich mir, das ist eine gute Auseinandersetzung und eine wichtige und eine wertvolle. Ich habe mir so vorgestellt, was habe ich für eine Menschen vor mir? Einige kenne ich, Gott sei Dank, das hat mich total gefreut schon. Und dann habe ich mir gedacht, was suchen die oder was möchten sie? Sie möchten ihren Weg finden mit dir her, ja? Und das ist so etwas Großartiges. Ihr habt das noch alles offen. Manche haben es vielleicht schon innerlich entschieden oder sind sich schon fast sicher, dass welchen Weg, dass sie gehen, mein Herrn. Aber diese Grundentscheidung habt ihr schon getroffen, dass ihr euer Leben Gott übergebt. Dass ihr ganz für Jesus da sein wollt. Da bin ich zutiefst überzeugt, sonst wärt ihr nicht bei diesem Seminar. Und das ist das Wichtigste, dass ihr einfach sagt, ja Jesus, du, mit dir möchte ich mein Leben verbringen. Egal, ob ich jetzt
heirate, egal ob ich Priester werde, egal ob ich Bruder werde, egal ob ich geistliche Schwester werde. Oder vielleicht die Jungfrauenweihe ablege. Ich glaube, das ist der springende Punkt, so, dass man wirklich immer wieder sich vor Augen zu halten, dass ich sage, ja, ich bin Geschöpf Gottes, ich bin von dir geschöpft und führe mir einfach diesen Weg, wo du mich haben willst. Das heißt immer so, jede Schachtel hat einen Deckel, ja, und so ist es auch, wenn man jetzt für die Ehe ist, dass man sagt, dass er jede Schachtel einen Deckel kriegt, der was dazugehört, ja. Und von dem bin ich auch überzeugt, dass man den findet, für den, was, der was für einen berufen ist, wenn man bittet darum. Und da gibt es genug Zeugnisse. Ich habe es gestern auf Nacht, ich war nicht dabei, aber die Elisabeth und der Tobias, ich kenne die Elisabeth, da weiß ich noch ein kleines Dirndl, aus St. Jakob. Und die Schwester ist die geht einen geistlichen Weg. Ja? Die Schwester ist eingetreten. Und die gleiche Familie. Und beide ein heiligmäßiges Leben und viel durchgemacht. Ich meine, Vater verloren, das hat sich wahrscheinlich erzählt. Und trotzdem dieses komplett für Jesus. Und die Mama kommt immer zur Anbetung zu uns auch. Also es ist so schön, diese Früchte zu sehen dann, was aus einer christlichen Familie hervorgingen. Und ich glaube, dass man diese geistlichen Berufungen braucht einfach gute Familien, christliche Familien wieder, dass man wirklich Berufungen dann wieder aus denen hervorgehen. Wir sind ja die Apostel der heiligen Familie und ist uns die Familienseelsorge ganz wichtig und setzen wir uns auch ein. Wir beten da sehr für die Familien. Das Gebet ist uns von den wichtigsten und wertvollen Dingen. Unser Gründer, der Pfarrer Santon Fernandes, ich habe euch hier einen Missionsbericht hingelegt, das Sterbebittel von ihm, wo auch die heilige Familie drauf ist, was unsere Patrone sind. Und das freut mich total, dass wir heute hier im Fest des heiligen Josefs unseren Berufungspastoral Seminar, Einkehrtage haben wir, und dass ich heute auch zu euch sprechen darf. Das ist nicht ein Zufall, das sage ich immer wieder. Und wie ich dann das Datum angeschaut habe, denke ich mir, das ist toll, was du einfallen lässt, Herr. Das ist wirklich schön. Ja, und dass der Rupert in St. Johannes Kooperator, das hat mich auch so gefreut, also, dass er das alles so ergeben hat und dass er auch zu uns kommt, ja, weil wir sind jetzt schon momentan in einer Situation, wo es nicht einfach so schön ist, ja. Und der Gründer stirbt so plötzlich und abrupt und eigentlich sehr viel Ungewissheit noch da ist. Und trotzdem merke ich bei uns, dass einfach so eine Hoffnung da ist und eine Gewissheit. Also bei mir ist die Gewissheit so da, dass es weitergeht. Ich sage immer, wenn sie am Anfang gefragt haben, natürlich bist du am Anfang einmal, dass du sagst, was ist jetzt los, gell? Das gibt es wohl nicht. Und meine erste Antwort war immer, Gott hat vorher für uns gesorgt, und Gott wird auch weiter für uns sorgen. Und von dem bin ich zutiefst überzeugt. Und das bin ich auch jetzt immer noch. Oder umso mehr. Und das zeigt sich auch immer wieder. Es war heute wieder, wie ich gekommen bin, der erste Weg zum Grab. Und habe ihn am Fahrrad so vom Grab besucht und habe ihm das alles anvertraut. Und ich bin überzeugt, dass er als Gründer in der Gemeinschaft bleibt. Sein Geist wirkt weiter. Und wir haben jetzt diese Aufgabe, das weiterzutragen, die Visionen. Und auch das seine Visionen, was sie eher so erträumt hat, oder was sein Auftrag war, was seine Berufung war. Wir haben heute vom Heiligen Franziskus gehört, dass er, wenn ein Mensch alles loslässt und seine Kleider hinlegt vom Vater, das hat mich sehr beeindruckt, wie du das so gesagt hast. Und Pfarrer Santon hat auch diese Vision gekriegt, diese Gemeinschaft zu gründen. Er ist ein ganz normaler Priester, Weltpriester, für die Diözese Salzburg gewesen, ist 1991 geweiht worden. Er ist 1993 nach St. Ulrich gekommen und hat dann gleich begonnen, so dieses Haus der Begegnung drüben im Pfarrhof einzurichten, weil einfach sein tiefster Wunsch immer war, die Menschen zu Jesus zu führen, ja? Und zur Anbetung, dass sie heil werden. Ja? Also Frau Sandra war sicher einer, der was ihm ganz wichtig war, dieses heil zu werden, ganz heil zu werden, der ganze Mensch. Ja. Und da gehört natürlich die Sakramente dazu, die Anbetung. Was euch einfach
helfen, manche Dinge zu durchtrennen und einfach zu überwinden, ja. Auch die geistlichen Dinge einfach. Und wir haben alle unsere Schrammen und unsere Narben und bei aller Liebe, was wir erfahren haben in der Kindheit und so, aber wir haben auch andere Sachen erlebt und es hat vieles Auswirkung. Und viele Dinge wirken sich dann im Zusammenleben aus. Und umso enger das wird, also gerade auch im Gemeinschaftsleben oder in der Ehe, umso leichter brechen diese Wunden auf und hindern uns bei vielen Dingen. Also für mich ist es immer ganz wichtig, so da mal einen guten Prozess durchzumachen. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen, so wie eine Zwiebel, dass die Schalen da noch der Reihe heruntergelöst werden. Aber man spürt, umso heiler das man wird, umso mehr kommt man zum Heiligen. Ja? Bei mir ist es oft so, dass ich sage, Jesus, du weißt es doch eh schon, da habe ich da eh immer Probleme. Möchtest du mir nicht einmal wirklich helfen, dass ich das überwinde? Also so dieses wirklich zu ihm zu gehen und gerade bei der Anbetung mit ihm zu reden über das und sage, du kannst das ja, das weiß ich ja, bitte hilf mir da einfach wieder raus. Und da merke ich dann schon, wie sich da wieder was tut. Und trotzdem kommt immer wieder was. Also wahrscheinlich auch, dass man immer wieder zu ihm geht, dass man immer wieder seine Nähe sucht, dass man auf ihn geworfen ist, dass man nicht glaubt, man muss selber wieder alles machen. Und weil wir neigen schon immer wieder dazu, gerade wenn man selber was kann, dass man dann auch wieder meint, ja, das mache ich jetzt aus mir heraus. Ja. Aber diesen Segen mit ihm gemeinsam. Ja. Und erst dann richtig, dass es wirklich fruchtbar wird, wenn es in seinem Willen passiert. Ja. Und wenn man so Heiligenbiografien liest oder auch da Vorträge hört von Menschen, die was wirklich auch mit dem Herrn ganz eng unterwegs sind, wie sie oft auch ihr Wege eingeschlagen haben und sagen, das war alles aus mir. Ja? Und dann habe ich es erkannt und dann ist es erst richtig fruchtbar geworden. Ja? Und das, glaube ich, ist dieses große Geheimnis, dass man das zu erkennen und wirklich diesen Weg so zu gehen. Ja, von der Gemeinschaft her, im Pfarrer Santan, seine Visionen waren das, einfach eine Priestergemeinschaft, Brüdergemeinschaft und eine Schwesterngemeinschaft, ja, die gemeinsam dienen. Ja. So Gebetszellen dann auch, darum haben wir jetzt auch schon Außenstellen, wo man wirklich sagt, dass die Menschen dann auch zur Anbetung gehen können, zu geistlichen Gesprächen, dass dort auch ein Priester ist für heilige Messe, dass man einfach sagt, geistliche Nahrung zu bekommen. So drei Schwestern und der Priester immer gemeinsam. So weit sind wir noch nicht, ja, weil wir haben die Priester jetzt noch in der Gemeinschaft, aber wir haben Studenten. Und ich hoffe, dass der Herr das jetzt noch schenkt, ja, dass das dann wird, sich formt und aufblüht. Der Bedarf ist sicher da, dass wir diese Gebetszellen brauchen. Und das war immer so sein Wunsch, ja. Und wir sind eben jetzt, die Schwester Laura und ich, gemeinsam in Altenmarkt und Radstadt. Und ja, da haben wir auch schon im Herzensraum begonnen, wieder die Anbetung, was mir ja so am Herzen liegt. Und seit einem Jahr haben wir jetzt immer von Montag in der Früh bis Dienstag auf Nachtanbetung, Donnerstag den ganzen Tag in der Kirche, Freitag in der Früh wieder bis Samstag auf Nacht immer wieder. Und im Internet online zum Eintragen und bis jetzt war es immer gefühlt, außer einmal 5 Stunden, da war ich auf Urlaub, das hat mich schon geschmerzt ein bisschen. Und da haben sie dann einfach das Allerheiligste dann in die Kirche wieder rübergetragen und zugemacht. Ja. Aber sonst ist es immer durchgegangen. Und es war das Schöne, das, ich habe so das in der Corona-Zeit immer wieder gelernt, im Augenblick zu leben. Und einfach, was momentan dran ist, das gleich zu tun. Weil alles aufzuschieben, man weiß nicht, ob es dann wieder möglich ist, oder einfach sich zu freuen, alles, was möglich ist, zu tun. Und das hat mir eine ganz tolle Lebensqualität verschafft, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich nicht geärgert über das wieder und dieses, was uns wieder da irgendwie gekommen ist, sondern ich habe mich immer gefreut, wenn Sachen funktioniert haben, wenn ich irgendwas machen können habe, wenn ich ins Altersheim rein dürfen habe,
habe ich mich gefreut und ich habe fast immer eine dürfen. Das ist das Interessante. Der Herr hat mir immer Wege geöffnet. Ich habe Corona gehabt, ich habe Antikörper dann gekriegt und habe dann die ganze Zeit ins Altersheim dürfen, weil die Leute nicht dürfen haben. Und weil ich einfach gemerkt habe, sie brauchen das. Also Jesus zu den Menschen zu bringen. Das heißt, ihnen die Kommunion zu bringen. Bin ich von Zimmer zu Zimmer gegangen, habe mit ihnen gebetet, habe mir die Kommunion gebracht. Und das andere ist wieder, die Menschen zu Jesus zu bringen. Das heißt zur Anbetung. Dass sie bei ihm sein können. Dass sie bei ihm verweilen können. Dass sie diese Beziehung zu ihm aufbauen können, leben können. Die Nähe suchen können. Ihn anschauen. Das, was man heute wieder gedacht hat, wie dann so der Heilige Sache gesagt, es ist so schön, ihn nur anzuschauen. Nur da zu sein. Nur in seiner Gegenwart zu sein. Und sich beschenken zu lassen. Und das geht einfach sehr gut, wenn man anschaut, auch wo man sichtbar hat. Und das ist wirklich ein großes Geschenk. Würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, geht zur Anbetung. Nehmt euch diese Zeit mit ihm. Redet mit ihm über eure Sachen, über eure Wünsche, über eure Sehnsüchte. Er hört euch, er kennt euch und er ist der beste Berater. Die Menschen werden euch immer irgendwelche schönen Dinge sagen, aber er sagt er wirklich, was er will von ihm, was er will von euch. Ja? Und das geht nur in der Stille, dass das möglich ist. Und dieses Hinhören und nicht immer nur überschütten. Ich rede leider eh schon wieder zu viel, normalerweise müssen wir dann mal zum Beten gehen. Aber das ist einfach das Wichtigste und das Wertvollste. Ja? Darf ich euch diese Karte noch mitgeben? Die haben wir, das Gebet habe ich zusammengeschrieben. Dass wir ein Vorbereitungsgebet, weil wir wollen ja 24-7 irgendwann einmal vielleicht machen. Aber jetzt ist einmal das, dass wir einfach so die Menschen zur Anbetung führen. Und da war es auch so, dass einfach sehr viel skeptisch gekommen ist. Nein, das wird nicht gehen, wie stellst du das vor? Und hin und her. Und ich habe gesagt, fangen wir einfach an, machen wir, tun wir. Und wenn es Jesus will, dann wird er es schenken. Dann wird er uns helfen und dann wird er die Menschen zu uns führen. Und okay. Ja, das hat es gebraucht. Und dann haben wir begonnen und dann haben wir es ausgebaut und die Menschen kommen. Und ich sage immer, Jesus, sorge du. Es ist deine Anbetung. Natürlich müssen wir ab und zu ein bisschen Opfer bringen und Stunden übernehmen. Aber das geht alles gut. Es fügt sich immer wieder. Und es ist einfach schön, diese Möglichkeit den Menschen zu geben. Was ich noch heute ganz besonders auch möchte, vom heiligen Josef, die Therese von Avila, schätze ich auch sehr. Und ein paar Aussprüche von ihr möchte ich euch noch mitgeben, was die Therese von Avila gesagt hat. Ich erinnere mich nicht bis zum heutigen Tag, ihn je um etwas gebeten zu haben, das er mir nicht gewährt hätte. Das hat sie vom heiligen Josef gesagt. Wer den heiligen Josef ehrt, der ehrt zugleich die allerseligste Jungfrau Maria. So verpflichtet er beide, ihm jegliche Gnade zu erwirken und so verpflichtet er Gott, sie ihm zu geben. Das hat der heilige Vinzenz Palotti gesagt. Und Frau Therese von Avila wieder. Wer einen Führer auf dem Weg zum inneren Gebet und innerlichen Leben braucht, soll den heiligen Josef als Führer nehmen. Er wird in ganz kurzer Zeit zum Ziel kommen. Vielleicht nehmen wir sie das mit, dass wir den heiligen Josef noch mehr schätzen. Wir haben einen Josef in unserer Mitte. Der was ihn noch ganz besonders hoffentlich verehrt.